Willkommen zurück bei Elden Ring, hier bei Z-Guides. Diesmal schauen wir uns den Turm an, den ich in der letzten Folge angeteased habe, im Albinaurischen, der Albinaurische Turm. Von hier aus sind wir gestartet, inneres geweihtes Schneefeld, ah gut, ist egal. Und einfach da nach rechts. Wir sind im geweihten Schneefeld sind wir, was wir über den großen Aufzug erreichen könnte. Und jetzt gucken wir uns mal den Turm an. Hier sind schon mal zwei von diesen Steinschlüsselfiguren. Ihr müsst das Rätsel lösen, um einzutreten. Ja, welches Rätsel? Erstens Frost. Was ist mit dem hier? Kam er angeschlichen. Wie, Frost? Habe ich sowas wie einen Frosttopf? Feuertopf? Albinauriktopf? Achso, nein. Kristallwurfpfeil, Magieschaden, Gift, Schaden. Ah, nein, nein, nein. Schildfett. Hier, Frostfett. Hab schon ein Maximum. Hätte ich mal gucken können. Hier. Das kann ich auf der Waffe nicht aufziehen. Ah, das läuft ja wieder gut hier. Ja. Ich habe doch ein Großschwerte getreuen, da kann ich es drauf machen. Schade. Hey, wir gucken mal weiter um. Was sagt denn die Nachricht hier? Baum voraus benötigt. Das haben wir schon mal. Irgendwas zu sagen. Die kommen endlich. Okay. Dein Kollege, komm mal mit. Oh. Beide hierhin. Und direkt daneben töte. Das sagt aber Frost. Kristall. Was Werfbares. Kristallwurfpfeil, aber das ist ja nicht Frost. Straight. Was ist das denn? Runter. Hier, oh hier. Ah. Ah, das ist ein Gegner. Okay. Wir finden das raus.
geht jetzt? Ach, weiter runter. Hat das was mit dem Turm zu tun? Ach Gott, ich habe gar nicht geguckt, ob da oben. Ah. Wow. Dreimal alter Reißzahn. Das geht ja immer tiefer. Das hat niemals etwas damit zu tun. Oh, eine Riesenkrabbe. Zu tun. Bin ich denn hier auf der jetzt bin ich hier unten. Naja, dann müssen wir jetzt aber gucken, was hier liegt. Ach so. Au. Streifenweise. Gleiches. Das war auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Aber nah dran, deswegen muss man es auch mal untersuchen. Ja, da hing jemand im Boden. Das guck ich mir in der nächsten Folge an. Oh, das ist ein nicht ganz so Billo-Typ. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Ei, das war aber. Was ist das hier? Miquellas Lilie. Hinweise bringen mir alle nichts. Wegschauen versuchen. Tricky. Tricky, tricky. Das hat was mit den Gegnern zu tun. Kristallbo-Pfeile auf die Gegner wahrscheinlich. Kann ich die nochmal herstellen? Ja, hier. Warte mal, was konnten die Kristallbo-Pfeile denn noch? Magieschaden. Mag. Ne, ich dachte jetzt, dass sie sich dann angreifen oder sowas. Ich probiere es trotzdem mal. Tatsache! Tötet euch! Nein, nicht mich! Ich
Jawohl, komm. Das muss die Lösung sein. Aber wie kommt man denn bitte da? Warum hätte ich jetzt das mit dem Kristallwurfpfeil nicht gelesen? Ja. Oh. Ihr sollt euch töten. Okay. Yeah. Boah, das ist ja tricky. Nur dank dem Hinweis ist es niemals. Wahrscheinlich wäre es auch mit Frost gegangen, wenn ich so richtig sehe. Oh, hier ist aber dies Turm. Puh, was bekommen wir denn Cooles? Hm. Hey. Götzenmasse, Talisman, what? Ein Talisman. Gucken wir doch mal rein. Hier. Ein Talisman mit einem Motiv der ersten Schule von Götzenmagiern. Ein Albtraum, der die Akademie heimsuchen sollte. Verstärkt die Wirkung von Zaubereien deutlich. Boah. Die Urströmung ist eine verbotene Tradition der Schimmerstein-Zauberei. Für ihre Anhänger ist die Verwandlung von Zaubern in kosmische Saat, aus der neue Sterne entstehen, nicht als ein weiterer Pfad auf dem Weg des Gelehrten. Mhm. Das ist ja krass für Magier. Huh. Puh, hab's doch noch geschafft. Ich war... Hätte nicht gedacht, kurzzeitig, dass ich hier irgendeine Lösung finde. Aber dank der Nachrichten, Leute, lest die Nachrichten, sind nicht immer Schwachsinn. Habe ich dann doch geschafft. Danke fürs Zusehen. Lasst gerne ein Abo da. Haut rein. Ciao, ciao.